Das ist Jürgen Weiß von Weißwerk. Grüß dich, Jürgen. Hi, Sven. Ja, Sonntag, du arbeitest. Ja, notgedrungen. Nein. So wie es sein muss. Wenn du kommst, machen wir auch mal was am Sonntag. Ja, ja. Ruhetag. Ich zeig's mal gerade. Weißwerk, Stauraum mit System. Ja, du hast mir das Zeug hier eingebaut. Es funktioniert gut, muss ich sagen. Das freut mich. Ja, ist hier Weißwerk. Mal ein bisschen Werbung machen. Also es ist ein Stauraumsystem, das ist ja so ein bisschen dein Job. Also was gut funktioniert hat, war die Stühlehaltung, muss ich sagen, habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt. Das klappt gut. Super. Ist auch durchdacht. Wir können es gerade noch mal kurz zeigen. Du hast nämlich so einen Klettverschluss dran gemacht, dass dieser Arm, der das hält, damit der optimal auch da ist. Das klappt in der Praxis gut, muss ich sagen. Und jetzt haben wir es ja auch so reingelegt, dass es sogar leicht unter Spannung ist, wenn man es zumacht. Das hast du mir nochmal gezeigt, das hatte ich falsch reingemacht. Ich kam nicht auf die Idee, die einfach gegenseitig zu verdrehen, die Stühle. Und das war der ganze Trick. Ja, aber das ist immer, die Praxis zeigt es dann immer, dass man auch eventuell mal was anders machen kann. Manchmal kann es auch sein, du stellst es optimal rein nach deinem Denken und dann mit ein paar Mal hin und her probieren, funktioniert es dann nachher noch einfacher, dass du noch weniger Platz benötigst. Mhm. Das ist nicht immer gleich. Ja, Stauraumsystem bei dir ist so beschaffen, dass es zerstörungsfrei eingebaut werden kann, nahezu. Also das hängt davon ab, was der Kunde gerne hätte, aber du kriegst fast immer hin, oder? Ja, es sei denn, die Decke wäre jetzt zum Beispiel nicht massiv stabil, so wie hier bei deinem Fahrzeug, aber da finden wir dann auch eine Lösung, wie man alles befestigen kann. So, wir haben gesagt, Fahrräder werden eingebaut. Komm, wir zeigen noch ganz kurz, was du gemacht hast da. Ah nee, geht jetzt nicht. Wir haben das Fahrzeug versiegelt. Können wir jetzt nicht ran. Aber das ist nicht schlimm. Guckt euch den anderen Film an. Also du hast Auszüge reingemacht, Schwerlastauszüge. Richtig toll. Oder sollen wir mal kurz ein Tuch holen? Dann machen wir mal eins auf. Wenn du magst. Komm, mach. Hol dir mal ein Tuch. Wir haben nämlich heute das Auto versiegelt. Von Nano-Veredelung. Ja. Warte, ich zeig's mal gerade, nanoveredelung.com vom Gerd. Der Gerd ist dort hinten, aber wir machen gleich noch ein Abschlussvideo. Da sind wir gerade. So sieht übrigens schon das Auto aus nach der Versiegelung. Und wir haben hier vorne haben wir ein Stauraumsystem drin. Mach mal auf. Das ich übrigens schon ganz oft benutzt habe. Müssen wir vorsichtig sein. Jetzt haben wir gewonnen. So, und da kann man es rausziehen. Da hast du zu mir gesagt, nimm jetzt erstmal die Kisten mit, probier mal aus, wie du damit klarkommst. Und ich kam wunderbar mit klar. Ich habe eine große Kiste. Ja, du hast jetzt die original Morello-Kiste. Die passt da auch rein, ist genormt. Ja, die passt in der Höhe hier bei deinem Fahrzeug optimal rein. Und die anderen, die haben wir jetzt so zum Testen noch mit dazu. Du kannst aber diese Boxen hier auch in der gleichen Höhe noch bekommen wie die Morello-Kiste mit 27 in der Höhe. Wenn du das magst, dann hast du alle Kisten gleich hoch. Gut. Auch mir ist das ziemlich egal. Also ich bin da jetzt nicht so. Es gibt die Möglichkeit, du hast so einen Deckel oben drauf, da kann man das als Arbeitsplatte verwenden. Gibt es da noch einen Fuß optional eigentlich zum Stützen oder braucht man den nicht? Nö, den bräuchte ich nicht. Also der Auszug, der hat 100 Kilo Tragkraft. Mhm. Den gibt es auch noch mit einer höheren Belastungsgrenze. Da geht es dann bis zu 220 Kilo. Da ist es aber immer dieses Problem, dass er halt dann um einiges schwerer ist, weil die Schienen dann dementsprechend stärker ausgelegt sind. So, auch hier hast du zerstörungsfrei gearbeitet, da ist nichts reingebaut worden. Nein. So, oben gegengekontert. Unten hatte ich noch eine Matte, die hast du gerade mitverwendet. Also wenn man sowas hat, gar nicht schlecht. Das schützt es nochmal. Ja, die Matte, die hat ja den Vorteil, dass du dann auch noch einen Rutschschutz zusätzlich hast. Obwohl ich ja normalerweise die Gummifüße drunter mache, damit alles sauber stehen bleibt und nichts verrutscht. Das können wir gerade mal zeigen. Du hast spezielle Füße, ja. Die sind hier drunter. Also das Einzige, was sein könnte, ist, das ist mir bei einem System mal aufgefallen, es kann sein, dass im Laufe der Jahre unten am Boden ein ganz kleiner Abdruck bleibt. Also das habe ich schon mal gehabt. Ja, das könnte sein, wenn die Bodenbeschaffenheit etwas nachgibt. Wobei bei den Gummifüßen, da sollte das eigentlich dann fast ausgeschlossen sein. Ja, ist auf jeden Fall extrem mehr verteilt. Ist es schöner wie ein Loch. Das habe ich nämlich vorher drin. Auf jeden Fall, ja. Ein Loch wollen wir vermeiden. So, jetzt hast du was Tolles mitgebracht, das sagen wir mal gerade. Denn das andere haben wir ja schon gezeigt. Das sind tolle Halter. Du hast nämlich einen Halter für leichte Fahrräder.
genommen. Also jetzt nicht für Motorroller, sondern für Fahrräder, E-Bikes zum Beispiel. Dafür kann man den verwenden? Ja, auf jeden Fall. Oder dann halt einfach als leichte Version des Fahrradhalters an sich, ohne großartig irgendeine Konstruktion in der Heckgarage eingebaut zu haben oder dann sogar durch den Boden befestigt. So, dass ich das zurückbauen kann nochmal. Also angenommen, ich brauche es nicht für den Urlaub, da kann ich es einfach rausschrauben, fertig, eine Sache von ein paar Sekunden, dann ist der Fahrradhalter weg. Ja, du hast dieses Teil einfach nur zum Abklappen irgendwo entweder an der Bordwand befestigt oder, was wir jetzt nicht so gerne haben, am Regal, weil dann das ganze Gewicht halt einfach noch zusätzlich an den Stützen zieht. Mhm. Aber der Vorteil daran ist halt einfach, wenn du die Räder mal nicht benötigst, dann sind da halt einfach keine störenden Regale oder Systeme eingebaut, sondern du hast halt einfach die Garage zur Verfügung. Ja, das machen wir jetzt mal. Sei mal so lieb, bau es mal ein. Wir nehmen das Fahrrad von meinem Sohn, das kleine, als Basisfahrrad. Da könnte man noch ein zweites dann miteinander verbinden. Am besten bringen wir erstmal das Fahrrad rein, dass wir ungefähr mal gucken, wo wir es festmachen, oder? Sollen wir es machen? Ja, so, das testen wir erstmal, wo das Fahrrad ungefähr nachher steht. Genau, und dann wählen wir die Position aus. Da darfst du ruhig mal holen. Also ja. Ja, du wolltest jetzt einen Cut machen, aber die Leute sollen ruhig sehen, dass das System flexibel ist. Man kann diese Stange, die Schiene auch länger machen, dann ist man voll flexibel. Ja. Aber du hast gesagt, die kleine langt jetzt und man muss sie noch nicht mal bohren. Du hast gesagt, heute sind die Kleber so gut, du hast einen extrem guten Kleber, gell? Ja, das ist ein Spezialkleber auf der Position, wo wir das Ding nachher, die Schiene befestigen, da hält es dann bombenfest. Okay, klar, super. Kann man es noch zusätzlich schrauben, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, vermeiden wir das dann. Okay, mach mal. Denn der klebt nämlich auf der ganzen Länge und deswegen ist er extrem haltbar. Das wäre jetzt ein Basisfahrzeug. Ist der Kopf noch dran? Ja, ja, alles klar, war die Schulter, aber kein Problem. Die Schulter war es? Ja, die Schulter. Ach, du bist an dem Gasdruckdämpfer hängen geblieben. Ja, ja, kein Problem, alles gut. So, wie würdest du es machen? Also ich würde diese Schiene, dieses kurze Stück, nachher hier an der Wand befestigen. Mhm. Dann ist alles stabil hier befestigt. Vielleicht ein kleines bisschen höher wegen der. Ah, nein, hier ist es optimal wegen der Kante hier, die steht so weit hoch. Also ich kriege das nochmal ab danach, gell? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber falls du dann irgendwann sagst, du möchtest doch noch eine stabilere Verbindung, kann man hier auch noch zusätzlich Schrauben anbringen. Zwei Schrauben kann man reinmachen. Ja. Okay, super. Ja, mach mal. Und dann wäre der Arm nachher, ja, der dann in diese Schiene. Warte, ich komme mal rein zu dir. Dass wir das mal sehen. Da ist so eine Schiene drin und der Arm geht da rein. Ja, der Arm hat dann hier einen Nutstein, wo er dann da drin in der Schiene fixiert wird. Mhm. Und die andere Seite ist dann diese Klemme, die dann je nachdem, wo wir sie positionieren, in der Höhe dann einfach gegen die Sattelstütze läuft. Okay. Um das ganze Fahrrad dann nachher zu fixieren. Das funktioniert gut. Das funktioniert prima. Hast schon ein paar Mal gemacht. Ja. Da muss man nur einfach darauf achten, dass das Rad dann gegen die Seitenkräfte nicht hin und her rollt. Aber sonst hält es bombenfest. So, das haben wir gemacht. Mit dem kleinen Expander habe ich einfach die Bremse zugemacht. Und in dem Moment konnte das Rad nicht mehr rollen. Das geht, ist eine Sache von 2-3 Minuten. Das können wir gleich mal zeigen. Ja. Ich habe so winzige Expander, damit kann man die einfach um die Bremse wickeln. Ja, einfach hier drumherum, dass die Bremse fixiert ist. Und dann rollt das Rad nicht mehr hin und her. Okay, klasse. Sehr ja, gut. Mach mal, das heißt vorher reinigen, nehme ich an. Ja, das habe ich schon gemacht. Hast du gemacht? Also das heißt, die Fläche ist dann jetzt fettfrei und sauber. Ja. Und wir können die Schiene einfach da dran fixieren. Gut, bitteschön. Ziehst du den ab. So, der braucht wahrscheinlich ein bisschen, bis er... Ja, der hält dann relativ sofort. Also relativ sofort. Relativ sofort. Ja. Du bist ein lustiger Typ. Entschuldigung. Nee, aber er ist halt einfach trotzdem jetzt schon fest. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die ganze Fläche als Klebefläche wirkt, gell? Ja, das wobei die ja bei den 2 Zentimetern hier ja richtig minimal wäre. Ja. Sagt der Jürgen von Weißwerk, ich sag's ja. Daniel Düsentrieb unter den Befestigern. Unter den Befestigern. Warte, wir können ein bisschen weiter vor. Bisschen weiter vor. So, da unten ist die Koko-Klemme. So, jetzt kommt es ja noch besser. Du hast mir gesagt, an dem ersten Fahrrad kannst du natürlich ein zweites Fahrrad festmachen. Ja. Und ein zweites Fahrrad, ein drittes Fahrrad und dann noch ein Surfbrett dran. Na ja, gut, also so extrem wollen wir es mal nicht haben, aber...
So, da ist die Klemme. So, damit werde ich jetzt mal die ersten Fahrten machen. Dann kann ich euch berichten, ob mein halber Hausrat noch drin ist. Du siehst es, jetzt habe ich die Klemme noch offen. Ja. So lässt sich es jetzt noch hin und her rollen. Ja. Und sobald ich die Bajonettverschlüsse dann nachher fixiert habe, ist es dann fest. In Fahrtrichtung geht schon mal gar nichts mehr. Mhm. Und diese Rollbewegungen hier in diese Richtung, um die zu vermeiden, haben wir das vorher mit der Bremse erwähnt. Und dann steht das Fahrrad dann nachher... Bombenfest. Ja. Okay, klasse. Man kann ja auch beide Bremsen sogar zumachen, auch wenn man das will. Ja klar, du könntest jetzt vorne auch noch zusätzlich, wie soll ich sagen, einen Fahrradständer reinstellen, um das Rad dann hier gegen Kippen noch zusätzlich zu sichern. Aber so steht es schon mal richtig gut. Und in der Fahrtrichtung haben wir da auch nicht die Probleme beim Bremsen, dass sich irgendwas löst und dann gegen die andere Seite schlägt. Okay, das heißt, wenn ich jetzt bremse, dann drückt das Fahrrad ja nur auf die Wand, da passiert gar nichts. Ja, du könntest es ausprobieren hier. Ja. Hält. Ja. Ja, ich habe beide Hände voll. Ich würde es gerne machen. Prima. So, jetzt hast du noch was Tolles. Du hast nämlich einen Halter auf einem Halter. Da kann man jetzt ein zweites Rad dran machen. Ja. Und auch da, das geht sehr einfach. Ja, die Funktion ist quasi die gleiche wie die beim ersten. Mhm. Indem du einfach die eine Seite dieses Halters hier an dieser Stütze befestigst. In dieser Fahrradstütze des ersten Fahrrades. Okay. Du kannst es hier dann wieder in alle Richtungen bewegen. Du kannst dann auch den Abstand vom ersten zum zweiten Rad wählen. Wenn man hier löst, habe ich die Möglichkeit, hier die Räder noch enger zusammenzustellen. Mhm. Und dann einfach in der Position, wie man sie gerne haben möchte, fixieren. Dann steht das zweite Fahrrad dann hier in Abstand. Genauso. Jürgen, du darfst das mal machen. Du hast gerade eben schon mein Fahrrad mal gefahren. Ja. Dass man mal sieht, dass jetzt sogar ein größeres dran. Denn letztendlich spielt das die Größe vom vorderen Fahrrad gar keine Rolle. Denn das ist nur, ich sag mal, die Sattelstütze, die hält dann die beiden anderen. Das war's. Ja. Und schön. Wir haben es da hinten stehen. Geh's mal holen, diesmal ein größeres. Und wir haben extra das Größere haben wir nach außen gemacht, weil ich öfter ans Größere ran muss, weil man so nicht so oft mitfährt. Auch das könnte man ja tauschen. Allerdings ist meine Sattelstütze, hat ja einen Schutz. Die ist nämlich versenkbar. Soll ich jetzt mit dem Lenker einfach gegenseitig rein? Nee, am besten genau rückwärts reinfahren. Ja. Genau, das wäre glaube ich am einfachsten. Boah, was ich jetzt für einen Platz habe in der Heckgarage. Jürgen. Hast du gut gemacht. Noch ist es noch nicht drin, sagt der Jürgen. So, ich komme auf die andere Seite. So, da alles aus Carbon ist, bleibt ja nicht so viel, wo du es festmachen kannst. Ach, es gibt genug Möglichkeiten. Aber wir wählen die gleiche wie vorher. Die Sattelstütze ein bisschen tief. Ja, dann machen wir die hier, die Klemme etwas höher. Ja. Du könntest zur Not sogar noch die andere ein bisschen tiefer machen, dann wären wir noch höher. Ja, oder ich könnte dieses Teil hier etwas länger machen, dann wäre es auch kein Problem. Da ist jetzt ein Kinderfahrrad auch. Also da, die normalen sind ein bisschen höher. So, kannst ruhig an das Gummi ran. Das hat eh schon genug gelitten. Ja, dem machen wir nichts, dem Gummi. Nee? Nein. Du gehst woran? Unten. So, ich habe das Gummi hier ja. Nach oben. Spannend. Das heißt, wenn es einmal montiert ist, brauche ich nur einen einzigen zu öffnen. Ja. Und so. Schon steht das Fahrrad. Wenn du jetzt hier wieder die Bremse dann arretierst, auf der Seite vorne, dass das Rad wieder nicht mehr nach seitlich weg kann, ja. Dann steht es hier bombenfest. So, das ist die Konstruktion. Eine Erfindung aus dem Hause Weißwerk. Und das ist quasi hier an der Seite festgeklebt, dann darüber und darüber. Toll gemacht. Dankeschön. So, darfst mal rauskommen. Mach ich. Mach noch ein bisschen Werbung für dich.
denn die Firma Weißwerk Stauraum mit Systemen. Ja. Ihr macht das Ganze schon länger? Ja, seit 2013. 2013, das heißt, bei euch sind die Systeme immer möglichst zerstörungsfrei. Das ist dir, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Was toll ist, du fertigst alles vor und du hast so ein System entwickelt, wo Leute dir genau sagen können, hätte ich gern so und so und so. Und du baust es auf Wunsch auch ein. Ja, klar. Also wenn der Kunde das selber einbauen möchte, ist es kein Problem, das zu fertigen. Wenn wir die Maße bzw. die Details haben, dann richten wir so nach Kundenwunsch und auch nach der Gegebenheit des Fahrzeugs. Alles passend. Schön geworden. Das gefällt mir. Das ist eine tolle Lösung. Und ich werde jetzt gleich mal beide Bremsen zuziehen und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und ich werde dir dann berichten, wie es dem Fahrrädern ergangen ist. Okay? Ja, so machst du es. Wäre mir eine Freude. Okay, wenn ihr Lust habt, die Systeme, wenn man die anfragt bei dir, du kannst für jedes Fahrzeug das berechnen. Es gibt unglaublich viele Varianten. Ja, wir fertigen, deswegen haben wir auch keinen Ausstellungsraum an sich, sondern wir fertigen ja immer alles individuell auf Kundenwunsch und nach Gegebenheit, wie gesagt, nach Gegebenheit des Fahrzeugs und nutzen den Platz so optimal, wie es geht, aus. Ja, zeig mal gerade dein Fahrzeug da, da steht eine Bitburger Kiste, die lassen wir jetzt mal weg. Und wenn du dort mal kurz öffnest, da ist nämlich sogar ein kleiner Grill ist sogar drin. Den hast du hier unten drin. Ja, ein Kochmodul ist es mit Strom. Das passt dann auf die Größe der Euronorm-Box 60x40. Lässt sich dann, wie du vorhin schon gezeigt hast, im Doppelboden dann eventuell mit Kisten der gleichen Höhe kombinieren. Und hier in unserem kleinen Fahrzeug habe ich da ein Regalsystem eingebaut, wo wir einiges an Stauraum nutzen können. Sehr schön. So, vielen, vielen Dank. Weißwerk, Stauraum mit System. Das ist deine Handynummer? Ja, die Handynummer oder kontakt@weißwerk.com wäre die E-Mail-Adresse. So, das Angebot ist kostenfrei natürlich. Ja. Gut. Vielen Dank, Jürgen. Gerne. Danke dir, Sven.